Die Supernase. Bloodborne ist eine Lüge? Was? 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 Natürlich. Ah! Am Bloodborne gucken? Wann? Wo? Welches? Das mit Kira, weil ich würde es nämlich auch mal irgendwann durchspielen noch. Und streamen und so. Na, jedenfalls. Ah, und ja, ich kann ja dann wieder diesen Test machen, den ich eigentlich vor 2 Tagen machen wollte, mit LTE-Streaming. Weil ich würde mir gerne... Also, es gibt einen neuen Telekom-Tarif. Der kostet zwar 80 Euro im Monat, aber dafür kriegt man eine LTE-Flatrate. Und wenn ich dadurch schnellere Upload-Geschwindigkeit bekomme als hier, dann wäre es mir das sogar fast wert. Vielleicht sogar wirklich. Und ich kriege einen schnelleren Download, weil ich habe hier eine beknackte 50.000er-Leitung. Mitten in Berlin. Ich habe mal auf die Karte geguckt. Alle Häuser hier in der Umgebung haben mindestens 100.000. Das siehst auch hierher. Und drüben, wenn man über die Spree drüber geht, da gibt es sogar ein kleines Stück, die haben Glasfaser. Ja, was siehst du? Aber das ist, glaube ich, da, wo die ganzen Läden drin sind. Ja, was siehst du auch hier? Was ziehe ich auch nach Berlin, ne? Nee, ich meine hier. Ja, wie sieht's denn bei euch aus? Was habt ihr für eine Leitung? Weiß ich nicht, aber einige von uns haben erst Glasfaser verlegt. Ich will auch Glasfaser haben. Liebe Telekom, wenn du das hörst, Glasfaser, los, sofort. Das ist jetzt so, oder wenigstens in die Ecke ziehen können. Oder wenigstens 100.000er Leitung, die haben 40 Megabit die Sekunde im Upload. Das würde mir schon reichen. Dann könnte ich 4-mal so viel uploaden wie dann jetzt. Bräuchte ich nicht immer eine Stunde. Wenn du da halt ziehen würdest, wo... Stimmt. 3DSL. Ja. Ja, synchrones DSL. Da würde mir auch eine 50.000er Leitung reichen. Wenn ich 50.000 im Upload hätte, das wäre so geil. Spiel endlich das Spiel weiter, Mann. Ja. Aha, ja. Herosch trifft das in diesem Fall sehr gut. Aber ich habe noch gar kein, Gesetz gebrochen. Übrigens, genau, dafür kann ich von hier aus in Berlin andere Leute mit meiner PS4 spielen lassen, die zum Beispiel in... Wo eigentlich wohnen? Also so, weiß ich nicht, bis zu 250 Kilometer Luftlinie entfernt oder so. Das ist cool. Außerdem ist er offenbar hin und wieder ein wenig begriffsstutzig. Und was ich noch gehört habe, aber das bleibt unter uns... Zu Hause hat wohl seine Frau die Hosen an. Auch seine. Er hat zu Hause keine Hosen. Ja. Aber ich bin nicht nur für eine Plaudertasche. Ich verbreite nur ungern Gerüchte, aber wo sie doch gefragt haben. Aber nicht verraten, dass sie das von mir wissen, ja? Sie verbreiten nur ungern Gerüchte. Nun, wenn sie mal das Tee wegnehmen, das verbreiten sie auch nur. Und das sollten sie auch nur ungern verbreiten. Okay. Sie verbreitet nur ungern Gerüche, ja, aber... Wollen wir den Fall weitermachen oder wollen wir gucken, ob wir noch Rätsel offen haben? Ich würde sagen, nochmal Rätsel gucken. Okay, dann mal speichern. Ja, jetzt soll ich ganz stark überlegen, wie das Nest von Kira heißt. Wie heißt denn das Nest, in dem Kira wohnt? Das ist doch nur so ein... Das ist klein Kleckersdorf. Also nein, so heißt es nicht, aber... Wie heißt denn das? Ich hab doch extra den Controller dorthin schicken lassen von Amazon. Ich hab's in Amazon irgendwie noch gespeichert, aber ich guck da jetzt nicht. Das wäre gemein, das wäre ja. Das wäre ja Cheaten. Das macht man nicht. Nee. Dafür weiß ich, wann du Geburtstag hast. Wow. Und wann unser Jahrestag ist. Und was? Wann deine Mama Geburtstag hat. Wow. Und wann dein Onkel? August war dein Onkel. Ja. Gut, okay. Und deine Oma. Ja, aber das auch nur, weil mein... Von meiner Mutter weiß deine... Nee, so ich weiß nicht deine Lieblingsfarbe. Weil an sich... Nein, weißt du nicht. Du hast höchstens ein paar Farben, die du gern magst, aber du hast keine richtige Lieblingsfarbe, Doch. Hast du gesagt. Was? Ja. Warum hast du mir das nie erzählt? Weiß ich nicht. Hast nicht gefragt. Ich weiß deine Lieblingsblumen. So. Ja. Weiß ganz viel über mich. Weißt du meine Lieblingsblumen? Was? Keine. Meintest du? Richtig. Ja, ich will speichern. So. Hm.
Okay, also, letzter Fall. Für heute. Nein. Und wir haben noch zwei Rätsel offen, aber wir haben alle Hinweismünzen. Ja. Yay! Ach, wie heißt denn der Ort? Ich weiß es echt nicht mehr. Naja. Distel? Oh, Distel. Warum Distel? Gänseblümchen! Ja. Das hätte ich an dir auch sagen können. Ja, Fahrrad. Oder gibt's noch. Gibt's denn was anderes, wo man hin. Achso, doch, das Geschäftsviertel gibt's. Ja. Und da ist was. Ach, Kira, du magst lila. Hier ist etwas auch, was lila ist. Möchtest du dieses tolle. Diese tolle Handytasche. Die ist lila und mit Schmetterlingen und Strasssteinen. Ist nicht meine. Jetzt willst du noch erzählen, dass dieses rosé-goldene Handy, was hier rumliegt, auch nicht deins ist. Ich habe ja auch ein rosé-goldenes Handy. Okay, das rosé-goldene Android-Handy. Ja. Wir hatten ja schon mal in der letzten Aufnahme. Ja. So, wen der von den. Der komische Typ. Der komische. Also, Cockbooker. Nein, der, den ich gruselig finde. Nur weil er schwarz. Nein! Warum das überhaupt? Der ist einfach hier. An sich gut. Ich mag die Farbe. Hashtag 004500 bis Hashtag 006000 gerne. Ja. Ja, wenn man jetzt ein. Moment, ich bin mal so. Entschuldigung, aber dieses Rätsel muss ich lösen. Unter Verwendung von meinem GIMP-Zeichenprogramm. Bin gespannt, welche Farbe dabei rauskommt. Also, warte, Moment. 004500, das könnte eventuell. Warte mal, ich weiß jetzt gar nicht, welches. Ist es RGB? Also, rot, grün, gelb, blau, also irgendwas. Ich guck mal. Ich hab's gleich. Farben. Einfärben? Nee. Achso, nee, ich kann das anders machen. Oh. Kleinen Moment. Werkzeugeinstellung, ich will nicht einfärben, ich will das haben. Aber wo ist die? Ach, hier stelle ich die Farbe ein. Okay, ich denke, es ist, wenn ich das so mache. Nee, das ist es nicht. Also ich vermute ja, dass es hier 00 sein soll. Hier 00. Hier 45. Das ist ja ein ziemlich. Nee, das ist ein dunkelgrün. Ich glaube nicht, dass so dunkelgrün bis helleres Grün, das ist definitiv nicht. Also ich weiß nicht, wie man genau das hier eingeben muss, aber. Oder irgendwas mit Grün? Ich glaube nicht, dass es grün ist. Ist es grün? Grün war früher auch meine Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist ein etwas leuchtenderes Cyanblau. Ah. Das ist auch schön, ja. Okay, leuchtenderes Cyanblau. Ja. Es ist grün! So. Weiter. Och, was für ein Graus. Dämliches Rätsel. Warum stellt uns der Professor überhaupt so knifflige Aufgaben? Ich muss mal GIMP wieder ausmachen. Ich glaube, das zieht an meinen Ressourcen. Okay. So, jetzt geht's wieder. Probleme mit einem Rätsel. Vielleicht kann man da helfen, mal sehen. Nö. Ein schönes dunkles Grün. Echt jetzt? Es ist wirklich ein schönes dunkles Grün. Wie alt bin ich? Oh. Jemand hat dir eine mysteriöse Herausforderung geschickt. Schau mal, ob du mein Alter herausfinden kannst. Wenn du 20 zu meinem Alter addierst, kann man diese Zahl durch mein Alter teilen. Wenn du die 10er und die 1er Stelle zusammenrechnest, ergibt das eine 5. Okay.
Ich hab's schon. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Jetzt weiß ich, wie man das löst. So macht man das. War es einfach? Muss noch umschalten. Ja, oh, Verzeihung. Naja, an sich, es gibt nur ein paar Sachen, die man ausprobieren kann. Weißt du? Mhm. Der hat ein zweistelliger. Na, warte mal. Oder geh doch mal die Zahlen durch, bei der das zweite zutrifft. Dass die Quersumme 5 ergibt. Quersumme 5 ist. Also 10er und 1er Stelle zusammen ist 5. Bei welchen Zahlen würde das theoretisch zutreffen? Bei 14. Zum Beispiel, ja. Was noch? Bei 23. Und dann? 32. Ja. Und 41. Und 51. 50. Nee, 50. 50 zum Beispiel noch. Okay, aber wenn es 14 ist, dann wäre. Dann wäre. 14 plus 20 wäre 24. 34. 14 plus 20. Ja. 34, stimmt. Das ist gleich 14 mal. Nee, ja, 14 mal. Und so einer scheiß Komma-Dingens. Ja, richtig, weil 2 mal 14 ist 28, 3 mal 14 ist 42. Okay, also nicht 14. Nee. 23 plus 20 wäre 43. Geht auch nicht. Eben, weil 43 ist 43 sogar eine Primzahl, glaube ich. Mhm. Genau. 32 wären 52. Ja, aber 52 durch 32 teilen klappt auch nicht, weil da kommst du nicht mal auf 2. 70 durch 50. Du merkst, je höher das wird, desto kleiner wird die das Teilungsergebnis, denke ich. Ist der 5? Der ist 5. Der ist 5. Ah! Taschenrechner und Finger? Ja, Taschenrechner. Kennt ihr die besten Freunde von Schülern in Mathe? Ja, Taschenrechner. Ja. Ja. Es gibt keine. Vor allen Dingen noch die schöne Illusion, die man in der 7. gekriegt hat. Ach, mit Taschenrechner wird ja Mathe viel einfacher. Du lässt niemals 5 gerade sein. Das einzig mögliche Alter ist 5. Das ist aber ein cleverer 5-Jähriger. Dachte ich auch. Blum, blum. Das ist echt leise. Sicher, dass das... Ja, ist okay. Zu laut? Ich habe nämlich echt nichts mehr gehört. Jetzt ist okay. Okay. Das war ja gar nicht mal so übel. Da haben wir sie mir wohl geholfen. Ein wenig zumindest. Das Wort, nach dem sie suchen, ist Danke. Das Wort heißt Nukula. Was? Oh, na gut, danke. Cockbooker? Nö. Ach nee, ja, es hat ja niemand mehr hier was. Das ist ja der andere Fall. Wir sind ja nur in Scotland Yard, weil das hier auch spielt. Oh, dann haben wir ein Rätsel vergessen hier. Ich sage, es ist da nicht drin.